So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. U Deluxe. Ich habe das erste Level des Pilzpalastes komplettiert und das heißt, heute können wir hier weitermachen im dritten Level des Pilzpalastes und hier werden wir gefragt, ob das warm genug ist. Ja, dezent, ne, würde ich sagen. Also ein bisschen wärmer könnte schon sein, aber ja, ist in Ordnung, ne? Ist in Ordnung. Hoppla. Hm. Ich glaube, die Starcoin habe ich jetzt verkackt. Aber ich probiere es nochmal. So viel dazu. Das war jetzt wirklich nicht mit Absicht. Oder ich meine, natürlich war es mit Absicht, dieser Tod, weil dann komme ich wieder neu ins Level rein und alle Käfer sind wieder da. Genau. Ja, genau so. So sage ich das jetzt einfach. Ich denke, ihr glaubt es mir ja, oder? Ja, ich hoffe es jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann ist es halt scheiße gelaufen. Aber was soll's. Genau, so geht's. So, okay. Perfekt. Nice. Und hier. Runter, runter, runter. Bam. Du. Bam. Du. Bam. So. Okay. Nice. Okay. Und hier oben lang. So. Ah, shit, das war falsch. Okay, ich hätte unten lang gemusst. Für die zweite Starcoin. Aber nicht schlimm. Dann hole ich die halt offscreen nach. Wie so vieles. Ne? Ich hole ja ziemlich viel offscreen nach. Aber so kommen wir einfach besser voran mit dem Let's Play. Und ich finde es auch angenehmer. So, ne? Für mich persönlich. Deshalb mache ich es auch so. Genau. So, hier ist eine Ranke. Wohin führst du mich denn? Zur dritten Starcoin. Aber so springt er doch gar nicht. Ja, ich muss ja auf dieses Vieh springen. Okay. Und ja, das ist die letzte. Okay. Ja, passt. Ist in Ordnung. Ah, shit. Jetzt ist der Pilz in der Lava versunken. Aber so ist das eben. Okay. Und dann war es das auch schon für dieses Level. Ja, lief doch ganz gut. Ich glaube, ein oder zweimal bin ich gestorben. Passt schon, ne? Und der Mats hat beim letzten Mal noch eine Frage gestellt. Und zwar, zu welcher Welt das Luftschiff-Level eigentlich gehört. Ich habe mal nachgeschaut. Das gehört zur Zuckerwatten-Wolkenzone, also noch zur Welt 7. Das sieht man auch, wenn man hier ins Menü geht und zu den Sternmünzen schaut. Da ist das Luftschiff-Level in der Zuckerwatten-Wolkenzone platziert. Deshalb gehört es auch dazu. Genau. Und ja, dann geht's hier weiter mit dem vierten Level. Und wir bekommen jetzt eine Meteoritendusche. Das klingt ja nicht so angenehm. Aber okay. Dann nehme ich doch mal eine Dusche, ne? So eine schöne Dusche. So. Okay. Und ich sehe schon, das ist ein Squalling-Level. Und hier. Oh, lol. Und hier kommen einige Meteoriten zum Vorschein, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Aber nicht mit mir. Das lasse ich mir nicht gefallen. Oder vielleicht doch. So, hier ist die erste Starcoin. Okay.
Immer schön durchlaufen und dann nehme ich mit dem alten Pilzstoff auch mal wieder mit. Bam. So, okay. Hier kann man, denke ich, auch irgendwelche fiesen Starcoins platzieren in den Klippen drin. Das haben die Entwickler doch bestimmt gemacht, oder? Irgendwo. Das traue ich denen zu. Auf jeden Fall. Das traue ich denen auf jeden Fall zu. Ich kenne euch doch, Nintendo. Ne? Ich kenne euch doch. Okay, hier ist der Checkpoint. Nice. Ab. Okay. Und ich hoffe, ich hab nix verpasst. Denn das wäre super blöd. Okay. Ah, shit, ja. Da konnte ich jetzt nicht ausweichen. Okay, hier ist eine Starcoin. Oh, die ist aber fies. Da muss man einen Gegentreffer nehmen. Das finde ich aber asozial. Das finde ich aber asozial. Tatsächlich. Oder kriegt man das auch irgendwie ohne Gegentreffer? Wenn ihr eine Lösung wisst, schreibt es in die Kommentare. Aber ich habe da jetzt keine Lösung gesehen. Na gut, hier kriegt man wenigstens wieder einen Eichelpilz. Ne? Von dem her passt das schon. So. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Oh, hier ist jetzt so eine Weggabelung. Ich gehe einfach mal hier lang. Ist das richtig? Ist das falsch? Okay, shit, das war falsch. Da drüben wäre noch die dritte Starcoin gewesen. Okay. Konnte ich nicht wissen. War halt eine Glücks-Starcoin. Kann man nicht anders sagen. Ne? Da hat man einfach Glück gebraucht, dass man den richtigen Weg erwischt. Okay. Aber damit wäre das Level auch geschafft. Und der Roman hat geschrieben, dass Bowser Jr. was von mir hat. Er ist so brav wie ich. Und Skill und Fail liegen nahe beieinander. Siehe erstes Level Pilzschloss. Danke, Roman. Ich sag mal nichts dazu. Ich sag mal nichts dazu. Ist okay. Ich lasse diesen Kommentar einfach auf mich wirken. Ist okay. Ne? Gut. Wäre das auch abgehakt. Und weiter geht's mit dem heißen Aufzug des Pilzpalastes. Genau. Ich glaube, das ist auch sogar schon das vorletzte Level hier. Ich glaube, danach kommt auch schon das Finale. Das heißt, beim nächsten Mal haben wir auf jeden Fall das Finale. Ne? Oh, und ich sehe schon. Oh, das ist ein Bewegungssteuerungslevel. Yeah, ich mag Bewegungssteuerung so in diesem Spiel. In dem Spiel hier ist die Bewegungssteuerung nicht wirklich angenehm. Hätte es nicht gebraucht, ganz ehrlich. Aber okay. Sie ist halt dabei, ne? So, jetzt. Ey, du. Du scheiß Gumba. Jetzt geh hoch. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt geht mal weg. Ich versinke hier. Ich versinke hier gleich in der. Ja, ja. Ist okay. Das ist wirklich ein heißer Aufzug. Ja. Eine Bewegungssteuerung hätte es in dem Spiel hier nicht gebraucht. Ich meine, hier gibt es ja eh sehr wenig, was man mit Bewegungssteuerung lösen kann. Von dem her ist diese eigentlich schon recht unnötig. Aber okay, sie ist halt dabei, ne? Wo ich die Bewegungssteuerung zum Beispiel mehr mag, ist in Super Mario Odyssey. Denn dort kann man durch Bewegungssteuerung einige Moves schneller oder besser und präziser ausführen. Ne? Das finde ich dann auf jeden Fall schon besser eingebaut, ne? Muss ich schon sagen. So, im Prinzip braucht man die Bewegungssteuerung in Odyssey nicht, aber sie hilft einem für manche Moves, um diese besser zu machen, wie gesagt. Oh komm. Das ist nicht euer Scheiß Ernst. Diese behinderten Gumbas. Warum geht der nicht hoch? Die Gumbas waren doch weg. Hä? Ich check diesen Aufzug nicht.
Warum ist der Aufzug jetzt nicht weiter hochgefahren? Ganz ehrlich. Warum ist der jetzt nicht weiter hochgefahren? Das ergibt für mich keinen Sinn. Wisst ihr was? Ich wechsle einfach mal zu Toadette. Genau. Weil da habe ich noch die Pichette-Krone. Und dann sehen wir die auch nochmal, ne? In diesem Let's Play. Sie ist ja die Neuerung hier. In der Deluxe-Fassung. Ich denke, dann kann ich vielleicht sogar einige Passagen des Levels überspringen. Na, genau. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Zählen die Münzen etwa auch als Objekte? Ist deshalb vorher die Plattform stehen geblieben? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Hoppla. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Ja, ja. Okay. Ich glaube, vorher war dann halt noch eine Münze auf meiner Plattform. Deshalb ist die nicht weiter hochgegangen. Und ich bin halt gestorben. Ne, ich glaube, das ist der Grund. Ich glaube, das ist der Grund. Bam, bam. Oh yeah, das ist nice. Bam. Okay. Ah, der Peace Switch, der bringt mich auch zu einer Starcoin. Okay, böse. Gehst du jetzt bitte weg? Du scheiß Bob-Bomb. So. Okay. Was ist hier eigentlich? Hier ist noch eine Eisblume. Okay. Bam, bam, bam. Ach komm, das hat mich doch nicht getroffen. Ich bin doch ausgewichen. Lol. Lol, aber ich hab die Coin noch bekommen. Oh, eine Pichette-Krone, nice. So, der Bock-Bomb läuft runter. Okay, dann passt das. Und schnell rüber. Da ist die dritte Starcoin. Okay. Das heißt, hier ist das Level dann auch schon vorbei. Okay. Nice. Gut. Und damit haben wir heute mal wieder 3 Level erfolgreich abgeschlossen. Das nächste Mal gibt es, wie gesagt, das Finale zu sehen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich natürlich gerne mit einem Like, Abo oder Kommentar unterstützen. Das Ganze ist kostenlos. Und ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ist aber trotzdem keine Pflicht, ich sag's immer wieder. Und ja, dann danke ich auch mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.